Okay, sieht aus, als wären alle da. Wie ist die Lage? Unsere innere Sicherheit bleibt weiterhin stabil. Seit Ossos habe ich 3 imperiale Spione entlarvt. 2 wollten sich als Rekruten melden und die andere gab sich als Händlerin aus. Leider sind sie geflohen, bevor sie gefangen und zu ihren jeweiligen Zielen befragt werden konnten. Wir sollten eure Maßnahmen mit dem SID absprechen. Vielleicht können sie helfen. Teron, könnt ihr den Kontakt zu einem ihrer Leute herstellen? Natürlich. Ich habe da schon jemanden im Sinn. Meine Informanten haben Aufklärungsdaten zu allen entscheidenden Schlachten an der Front. Ich schicke alles zur Analyse an Bayvan. Meine Leute verfassen mit diesen Informationen neue Berichte über alle Feldkommandanten beider Seiten. So sollten wir in Zukunft strategische Wahrscheinlichkeiten vorhersagen können. Bis uns jemand direkt um Hilfe bittet, habe ich unsere Flotte in defensiver Formation um Odessen positioniert. Dank Paxtons Schiffen konnten wir unsere Patrouillen ausweiten. Ich weiß nie genau, wo sie patrouillieren, aber sie leisten ganze Arbeit. Wo wir gerade bei Schiffen sind, eine unserer Fregatten ist verschollen. Die Crew bestand aus ehemaligen Imperialen, also nehme ich an, dass sie auf dem Heimweg sind. Ich kann gut verstehen, dass sie nicht gegen ihre ehemaligen Verbündeten kämpfen wollen, aber das Schiff gehörte nicht ihnen. Was soll ich unternehmen? Findet sie, aber beschränkt euch auf die Ionenkanonen. Ich will nur das Schiff zurück. Die Crewmitglieder können gehen. Verstanden. Sobald unsere Leute die Fregatte wieder übernommen haben, setzen sie die Crew am nächsten neutralen Hafen ab. In unserem Forschungslabor ist alles ruhig. Die Verbesserungen an Odessens Planetenschild wurden erfolgreich abgeschlossen. In Ordnung. Hülo? Wir mussten die Sicherheitsmaßnahmen für meine Teams erhöhen. Piraterie wird bei den Einsätzen zu einem immer größeren Problem. Zum Glück seid ihr mit Mandalore befreundet. Seit überall bekannt ist, dass ihre Leute uns begleiten, werden unsere Transporter in Frieden gelassen. Das höre ich gern. Sonst noch was? Die Crew und ich haben eine der alten Tantra-Korvetten am Start. Wir patrouillieren die Strecke zwischen hier und Sakul. Da drüben sieht es übel aus. Einige der Stadttürme sind vollständig abgeriegelt. Andere bekämpfen sich offen. Und diese Gauner von der Exchange? Sie machen sich überall breit. Fast die Hälfte der Übergangsregierung steckt mit ihnen unter einer Decke. Ich weiß, dass sie ihre eigenen Wege gehen wollten. Aber Sakul ist meine Heimat. Viele unserer Leute nennen es ihre Heimat. Wir sollten unsere Hilfe anbieten. Wie genau können wir ihnen eurer Meinung nach helfen? Es sollte unsere Priorität sein, die Exchange zu vertreiben. Die Ritter sind praktisch nicht mehr existent. Von Recht und Ordnung fehlt jede Spur. Ich weiß, dass es uns nicht zusteht, sie auf Sakul zu verfolgen. Also müssen wir sie uns schnappen, bevor sie dort eintreffen. Gib mir 3 zusätzliche Schiffe und wir fangen alle Exchange-Mitglieder auf dem Weg nach Sakul ab. Ohne Unterstützung durch Verstärkung oder Bestechungsgelder werden sie aufgeben. Der Plan gefällt mir. Nehmt euch die Schiffe, Koth. Danke. Es wird Spaß machen, diese Mistkerle zu jagen. Sana Ray besucht die Wiederaufbaumaßnahmen auf Voss. Also sind wir hier fertig. Ich möchte noch ein paar Worte sagen, bevor wir das Treffen beenden. Ja, Commander. Ich möchte allen für ihre Unterstützung danken. Wir haben so viel überlebt, so viel erreicht. Das haben wir nur euch zu verdanken. Die Galaxis ist so chaotisch wie eh und je. Aber wenn wir zusammenhalten, können wir alles schaffen. Verlasst euch auf uns. Da wäre noch eine letzte Sache. Wir haben eine Nachricht von Alec Grennan erhalten. Er ist Reporter bei einem republikanischen Nachrichtendienst. Er möchte euch sprechen, wenn ihr Zeit habt. Ich habe seine Frequenz in euer Holocom geladen. Ich dachte, wir könnten einen Moment für uns gebrauchen. Ich muss sagen, es fühlt sich gut an, wieder mit der Republik zusammenzuarbeiten. Wir haben uns so viele Jahre mit Saresh und Leuten wie ihr herumschlagen müssen. Es war leicht, den Glauben zu verlieren und unser ursprüngliches Ziel zu vergessen. Die Republik könnte endlich ihren eigenen Werten gerecht werden. Ich freue mich, daran teilhaben zu können. Die Republik war immer meine Heimat. Es fühlt sich gut an, nach so langer Zeit wieder zurück zu sein. Außerdem sind die Restaurants auf Coruscant viel besser als die auf Drum und Kaas. Schön, dass wir reden konnten. Wir sehen uns später.
Commander, schön euch zu sehen. Alec Rennan von der Republik-Rundschau. Alle reden über eure Rückkehr. Würdet ihr gern euren Teil zu diesem Gespräch beitragen? Was habt ihr euch vorgestellt? Nichts allzu Formelles. Nur ihr und ich und eine zwanglose Unterhaltung über die Allianz und die Republik. Ich denke, es würde der Moral der Zuschauer guttun, wenn sie hören, wie ihr diesen schrecklichen Krieg für uns gewinnen werdet. Was meint ihr? Ihr könnt auf mich zählen. Wo sollen wir uns treffen? Wir nehmen in einem Studio auf der Carrick-Station auf. Trefft mich dort, wenn ihr bereit seid. Jonas, habt ihr diese Interviewanfrage angeleiert? Natürlich nicht. Aber ich lasse meine Beziehungen spielen. Ich sorge dafür, dass ihr ein großes Publikum habt. Das ist eine große Chance, die Bevölkerung der Republik zu inspirieren. Werft euch in Schale. Ah, Commander, willkommen. Folgt mir und schon kann's losgehen. Zum Studio geht's hier entlang. 3, 2, 1. Willkommen zurück zur Republik-Rundschau. Ich bin Alec Rennan. Unser heutiger Gast hat eine ziemlich illustre Karriere als angesehenes Mitglied des Jedi-Ordens hinter sich. Aber heutzutage seid ihr einfach als Commander bekannt. Ihr führt die Allianz an, die das Sakul-Imperium stürzte. Ein Held der gesamten Galaxis. Wie fühlt es sich an, zur Republik zurückzukehren? Es fühlt sich toll an, Alec. Ich freue mich darauf, die Allianz und die Republik näher zusammenzubringen. Freut mich zu hören. Einige Leute in eurer Position hätten sich im Stich gelassen gefühlt, nachdem das Abkommen der Republik mit Sakul jede offizielle Unterstützung für die Allianz ausgeschlossen hatte. Und trotz dieser widrigen Umstände seid ihr loyal geblieben. Ihr habt die Republik auf Iokard unterstützt. Wieso? Ich könnte die Republik niemals im Stich lassen. Ich musste helfen, egal um welchen Preis. Das habt ihr seitdem mehrfach bewiesen. Auf die Bitte des republikanischen Personals hin habt ihr die Jedi-Kolonie auf Ossus verteidigt, als sie vom Imperium angegriffen wurde. Während dieses Angriffs haben wir erfahren, dass Darth Malgus überlebt hat. Er ist womöglich der gefürchtetste Kommandant des Imperiums. Was habt ihr bei seinem Erscheinen empfunden? Ein neuer Tag, ein weiterer verrückter Sith Lord. So einfach ist das also. Ich fürchte, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Also kommen wir zum Kernpunkt. Der Krieg gegen das Sith-Imperium. Können wir gewinnen? Wenn sich die Republik und die Allianz zusammenschließen, hat das Imperium keine Chance. Das höre ich gern. Habt ihr noch ein Schlusswort, bevor wir die Sendung beenden? Die Republik ist ein Schmelztiegel, in dem alle Völker der Galaxis zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu erschaffen, das größer ist als wir selbst. Wenn wir gewinnen wollen, können wir das nur gemeinsam schaffen, um das Beste in allen zu wecken. Das sind wahrlich inspirierende Worte. Vielen Dank an unseren besonderen Gast. Ich bin Alec Rennan. Gute Nacht und immer stark bleiben. Übertragung abgeschlossen. Tolle Show. Wir müssen euch unbedingt nochmal als Gast einladen. Gut gemacht, Commander. Ihr saht gut aus und hattet tolle Argumente.